Guten Tag, wir stehen hier in München auf der Intersolar Europe und alle reden hier über Eigenverbrauch. Denn die meisten Solarunternehmen, die setzen ihre Hoffnung auf durch Eigenverbrauch finanzierte Anlagen, zumindest im deutschen Markt. Damit sich diese Hoffnungen erfüllen, da darf die Politik nicht dazwischen schießen und wir brauchen noch Innovationen, zum Beispiel um Wärmepumpen und Elektroautos einzubinden. Wir kooperieren auch dieses Jahr mit Intersolar TV und Kilian Reichert zeigt Ihnen, was hier in der Diskussion ist beim Thema Eigenverbrauch. Mit der Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach machen sich immer mehr Gewerbe- und Industriebetriebe unabhängig von steigenden Strompreisen. Neben dem Eigenverbrauch spielen aber auch neue Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel der Direktvertrieb, eine immer wichtigere Rolle. Alles in allem gibt es eine schöne neue PV-Welt. Naja, und wie die aussieht, das sieht man natürlich hier auf der Intersolar Europe 2014. Steigende Stromtarife und immer weiter sinkende Photovoltaikpreise machen solare Eigenverbrauchs- und Speicherlösungen für Unternehmen immer interessanter. Die Ersparnis durch Solarstrom ist bis zu 20 Jahre kalkulierbar und kann einen deutlichen Wettbewerbsvorteil bringen. Eigenstromerzeugung ist für immer mehr Unternehmen ein Thema. Etwa jedes zweite Unternehmen inzwischen interessiert sich fast dafür. Dabei setzen die Unternehmen ganz klar auf zwei Technologien. Das ist einmal Kraft-Wärme-Kopplung und zum anderen Photovoltaik. Etwa zwei Drittel der Unternehmen, die sich für Eigenstromerzeugung interessieren, setzen auf die Photovoltaik. Neben dem Eigenverbrauch denken immer mehr gewerbliche und private Betreiber von Photovoltaikanlagen darüber nach, den Solarstrom direkt an Nachbarn oder Mieter zu vermarkten. Die Solarbranche richtet sich auf neue Geschäftsmodelle ein. Es gibt neue Vertriebsformen für diesen Solarstrom, entweder durch den Eigenverbrauch, dass ich als Produzent meines eigenen Stromes günstigeren Strom verbrauchen kann als aus dem Netz. Ich kann den Strom liefern an Nachbarn, an Mieter. Ich kann auch zu guter Letzt den Strom verkaufen an Dritte, an Stadtwerke zum Beispiel, an Stromhändler. Und wir erleben außerhalb von Deutschland noch einen sehr viel stärkeren Trend in diese Richtung, weil wir häufig kein Fördersystem vorfinden, wie wir es in Deutschland mit dem EEG haben, sondern dort funktionieren Photovoltaikmärkte zum Teil ganz alleine auf Basis dieser neuen Geschäftsmodelle. Und das erleben wir hier auf dieser Messe. Zu diesen neuen Geschäftsmodellen hat der Bundesverband Solarwirtschaft einen Leitfaden erstellt. Der von der Intersolar Europe exklusiv gesponserte Leitfaden gibt eine umfassende Einführung für die Photovoltaik in Deutschland. Im Zentrum stehen Direktvermarktungs-, Eigenverbrauchs- und Stromliefermodelle. Auch die Intersolar Europe beschäftigt sich intensiv mit den neuen Geschäftsmodellen und bietet eine Plattform, um sich über das Zukunftsthema ausgiebig auszutauschen. Bereits 1,3 Millionen Privatpersonen und Unternehmen erzeugen Sonnenstrom in Deutschland. Wer weiß, vielleicht kommt ja jetzt der ein oder andere noch dazu. Oder ganz andere Sachen werden plötzlich Stromerzeuger, wie diese Sonnenblume.